Moin und herzlich willkommen zum Halloween Countdown. Seit Mitte Oktober bis Halloween bekommt ihr jeden Tag ein herbstliches und oder schauriges Video zu sehen, und zwar immer auf einem anderen BookTube-Kanal. Und ich freue mich, dass ich auch mit dabei bin und dass ich heute euch ein spookiges Video hochladen darf. Und ja, diese Videoidee hatte ich eh schon auf meiner Videoideeliste für den Spooktober und dachte, da passt es sehr, sehr gut rein. Falls ihr Videos verpasst habt oder wissen möchtet, wo noch Videos erscheinen werden, werde ich euch in der Infobox natürlich verlinken, wer alles mitmacht, und eine Playlist ist auch zu finden. Da werden wir alle erschienenen Videos zusammenpacken, dass ihr sie auch alle hintereinander wegschauen könnt. Da ist wirklich eine wunderbare Vielfalt zusammengekommen. Für große Horrorfans, für kleine Horrorfans, für Herbstfans ist wirklich alles dabei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Heute soll es um Haunted House bzw. Spukhausgeschichten gehen. Das ist ein Zweig der Horrorliteratur, des Horrorgenres, das ich extrem gerne lese. Es ist im Grunde ein klassisches Horrormotiv, was immer wieder auftaucht und was immer wieder von Autoren gerne genutzt wird. Aber ich kann davon gar nicht genug kriegen, weil es einfach ja eine Grundlage schafft für Horror, den ich sehr, sehr gerne mag. Also ein tolles Setting. Wir haben ein Haus, meistens ein sehr, sehr altes Haus, was schon eine Geschichte mit sich bringt und meistens mehrere Familien, mehrere Generationen schon dort gelebt haben. Und da sind meistens irgendwelche ja, Tragödien passiert, die dann nach und nach ans Licht kommen, und dadurch spukt es da. Es wird vielleicht eine Geistergeschichte geben. Es gibt verschlossene Räume, geheime Türen, und es ist meistens der klassische Horror, der dort entsteht. Also Horror, wo irgendwelche Geräusche, es knarrt im Gebälk, es gibt irgendeinen Windzug, obwohl gar kein Fenster offen ist, irgendwelche Türen sind offen, obwohl sie eigentlich geschlossen sind. Das ist dieser subtile, klassische Horror, den ich einfach sehr, sehr gerne mag, und da liebe ich es, mich irgendwie schaurig schön gruseln zu lassen. Und ich habe jetzt mal alle Bücher rausgesucht, die ich dazu in meinem Regal habe, beziehungsweise was wirklich eindeutig Spukhausgeschichten sind. Ich habe sicherlich noch mehr in dieser Form schon gelesen, vielleicht auch schon aussortiert, oder es sind ja Bücher dabei im Hintergrund, wo es vielleicht auch ein Spukhaus gibt oder vielleicht auch mit diesen Elementen gearbeitet wurde, aber nicht eben im Fokus. Und ja, es sind jetzt 8 Bücher dabei rumgekommen. Es ist trotzdem, obwohl es alles irgendwie Haunted House-Geschichten sind, also Spukhausgeschichten, sind es trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Und ich hoffe, dass etwas für euch dabei ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz leicht und seicht an mit einem, ja, mit einer Schauergeschichte, die nicht zu sehr ins Gruselige geht oder nicht zu sehr in das Horrorgenre geht, sondern man auch gut als Anfänger, als Einsteiger lesen kann, oder ja, wenn man sich ein bisschen leicht ja, gruseln möchte, aber nicht mehr. Und zwar ist das Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson. Hier treffen wir auf die junge Buchhändlerin Kara, und sie wird gebeten, auf eine irische Burg zu kommen und dort die Bibliothek zu sichten. Die soll nämlich an die Allgemeinheit gespendet werden, und da soll erstmal überhaupt gesichtet werden, was dort überhaupt vorhanden ist, was vielleicht privat ist, was aussortiert werden soll und so weiter. Sie wird von der Familie dort vor Ort nicht so herzlich aufgenommen, weil manche dagegen sind, dass diese Bibliothek aufgelöst wird und dass Fremde dort natürlich irgendwie Einsicht bekommen. Aber es gibt auch den Lord Gallagher, der ja, mit ihr dort auch ein bisschen Zeit verbringt, und dort knistert es auch ein bisschen. Ja, also eine Liebesgeschichte spielt hier eine Rolle, aber nicht zu sehr. Ich bin da ja auch kein großer Fan von, und ich konnte das hier in diesem Zusammenhang gut lesen. Denn es gab viele andere Stränge und Geheimnisse, die hier auch eine große Rolle gespielt haben. Zum einen war diese irische Burg in dieser irischen Landschaft natürlich ein wunderbares Setting, und um diese irische Burg drehen sich halt sehr, sehr viele Gerüchte.
Geschichte. Zum einen hat da wohl mal ein berühmter Autor gelebt, den unsere Protagonistin Kara wirklich sehr, sehr verehrt. Und ihr fällt auch ein Tagebuch in die Hände, das sich um diese Zeit dreht, als der Autor dort gelebt hat. Und es gibt viele Tragödien, die in dieser Burg passiert sind, seltsame, mysteriöse Todesfälle. Und dann auch, unter anderem auch die Eltern von dem Lord sind in der Bibliothek ums Leben gekommen. Und das ist auch so ein bisschen seltsam vonstatten gegangen. Und zusätzlich gibt es noch ein Turmzimmer, in dem es spuken soll. Und eine ehemalige Bewohnerin dieses Schlosses, dieser Burg, soll da jetzt immer noch als Geist umherirren. Ja, und so haben wir mehrere Familiengeheimnisse. Und die geht natürlich unsere Protagonistin auf die Spur. Und ja, es hat mich durchaus zwischendurch schön gegruselt und es wurden auch schöne Geheimnisse aufgedeckt, aber zwischendurch hat man auch immer wieder Zeit, ein bisschen aufzuatmen und es wurde auch nie zu düster oder gewalttätig oder blutig ist das Ganze nicht. Daher vielleicht ein guter Einstieg in dieses Video. Als nächstes habe ich einen modernen Klassiker für euch, und zwar von dem King des Horrors schlechthin, Stephen King. Shining ist für mich bisher immer noch mein Lieblingsbuch von King und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Wahrscheinlich auch wieder wegen dieser Spukhausgeschichte. Hier spielt es in einem Hotel, nämlich in dem Overlook Hotel. Und unser Protagonist Jack Torrance wird dort als Hausmeister engagiert in den Wintermonaten, wo das Hotel halt eigentlich geschlossen ist und für Gäste halt eben nicht erreichbar ist. Es wird auch meistens im Wintermonaten total eingeschneit, aber es muss halt dort jemand vor Ort sein, der sich so ein bisschen um das Hotel kümmert und dort eben die Sachen verwaltet. Und so wird er angestellt und er nimmt eben auch seine Familie mit, also seine Frau und seinen jungen Sohn namens, wie hieß er noch gleich, Danny, genau. Und diese kleine Familie wird halt eben dort den Winter verbringen. Doch das Haus, dieses Hotel, scheint ziemlich bösartig zu sein und nimmt ziemlich schnell Besitz von dem Familienvater und der wird von seinen Dämonen eh schon heimgesucht. Er hat psychische Probleme, ich glaube, er ist sogar Alkoholiker und wie so oft bei Stephen King, glaube ich, sogar auch Schriftsteller, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls gibt es so eine Abwärtsspirale, wo die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern immer schlechter wird. Und wir haben zusätzlich als Protagonist den kleinen Jungen namens Danny, der eben das Shining hat, also eine Gabe, wo er dauernd Visionen hat und er eben auch mit den Geistern, die dort vor Ort spuken, auch kommunizieren kann oder er immer wieder Visionen bekommt. Und viele ehemalige Gäste, die dort ums Leben gekommen sind, suchen ihn heim. Und ob er da heil wieder rauskommt oder ob das ein großes Gemetzel wird, ja, das müsst ihr hier lesen. Ist, wie gesagt, sehr, sehr bekannt. Natürlich auch die Verfilmung mit Jack Nicholson ist, glaube ich, die bekannteste davon. Auch wenn die doch ein bisschen auseinander geht, hat mir beides gut gefallen. Hier geht es natürlich noch ein bisschen mehr ums Hotel und ein bisschen mehr Einzelheiten erfährt man auch. Also mir hat das sehr gut gefallen und dieses verschneite Hotel zum Schluss, wo man einfach nicht wegkommt und die Bedrohung, die sich immer mehr aufschaukelt und diese verschiedenen Geister, die man mehr und mehr kennenlernt, die verschiedenen Räume und man hat irgendwie, oder ich habe immer diesen Teppich vor Augen aus der Verfilmung oder diese Zwillinge, die da auftauchen, das ist irgendwie so ein, so etwas, was man nicht vergisst.
Ja, und das habe ich tatsächlich auch im Harzurlaub mal gelesen. Da waren wir zum Rodelurlaub da und das hat natürlich mit dieser verschneiten Landschaft ganz gut gepasst, auch wenn wir Gott sei Dank nicht so ein gruseliges Hotel hatten. Aber von der Atmosphäre hat es auf jeden Fall sehr gut gepasst. Das nächste Buch ist mal eine etwas andere Spukhausgeschichte. Von der Erzähltechnik her ein bisschen etwas Besonderes, weil wir hier mehrere Protagonisten haben, mehrere Stränge und ein bisschen literarischer, sich aber dennoch sehr, sehr gut lesen lässt. Und zwar ist das Slate House von David Mitchell. Das Slate House öffnet alle 9 Jahre am letzten Sonntag im Oktober seine Tore, aber nur für eine Person. Es lockt diese eine Person irgendwie durch irgendwelche Gründe hinein. Und zuerst möchte man, oder dieser Protagonist, der dort hineingelockt wird, möchte gar nicht fort, weil dieses Haus sich irgendwie seinen Ansprüchen angepasst hat. Aber dann wird dieses Traumhaus zum Albtraum, aber man kann nicht fliehen. Und warum werden gerade diese Personen angelockt und was ja, macht dieses Haus mit diesen Personen. Und ja, das erfährt man nach und nach, wenn man immer wieder alle 9 Jahre miterlebt, was hier passiert. Die Antwort findet man am hinteren Ende des Flurs, oben am Absatz der Treppe. Ja, das Buch ist einfach wirklich klasse gemacht. Also wir haben hier, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 4 oder 5 Absätze sozusagen, und dort haben wir immer eine andere Person im Fokus, die eben zu diesem Slate House gelockt wird. Und nach verstehen wir so ein bisschen, wie dieses Slate House aufgebaut ist, beziehungsweise wie dieses Slate House sich an die Person anpasst. Aber nicht nur das Haus passt sich an, sondern auch der Sprachstil. Es ist halt, ich glaube, 1979 beginnt es und dann bis in unsere Zeit. Und dann versucht der Leser nach und nach herauszufinden, ja, wie dieses Haus vorgeht und was da überhaupt dahinter steckt. Und das ist sehr komplex teilweise. Man möchte das schon irgendwie hintersteigen. Und was wirklich toll gemacht ist, dass dieses Buch, der Autor, wie auch immer, auch den Leser immer wieder aufs Glatteis führt. Denn irgendwann denkt man ja, jetzt weiß man, wie der Hase läuft, und dann ist es doch irgendwie ganz anders. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Ende hätte ich gerne noch ein bisschen klarer gehabt, aber ich glaube, es passt einfach zum Buch, dass es hier ein bisschen offen ist. Man kann sich's aber schon so ein bisschen denken und so ein bisschen weiterspinnen. Und ich fand das richtig, richtig klasse. Und es war, wie gesagt, ein Highlight aus den letzten Jahren. Ich glaube, aus dem vorletzten Jahr war es ein großes Highlight. Und obwohl das so dünn ist, hat das wirklich einen großen Sog. Und auf verschiedenen Ebenen, wie gesagt, sprachlich, erzähltechnisch und auch vom Inhalt, hat es mich begeistern können. Das nächste Buch hat schon viele hier auf BookTube begeistert und es ist seit den letzten Monaten auch immer wieder in die Kamera gehalten worden. Und auch ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und zwar spreche ich von Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Erstmal ist es natürlich optisch ein wirkliches Highlight, ein Hingucker mit diesem goldenen Buch. Aber auch das Cover selbst und innen ist es wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Aber auch das Innere kann sich sehen lassen, der Inhalt kann sich sehen lassen. Wir haben es nämlich hier mit einer viktorianischen Geistergeschichte zu tun und die viktorianische Zeit finde ich wirklich selbst auch sehr, sehr passend und sehr, sehr geeignet für eine Spukhausgeschichte. Wir haben es hier mit einem sehr, sehr alten Landsitz, einem alten Gebäude zu tun. Und auf dieses Landsitz möchte unsere Protagonistin Elsie eigentlich zusammen mit ihrem frisch verheirateten Mann ziehen. Allerdings verstirbt dieser kurz vorher, sie ist also schon verwitwet. Nur ihre Cousine kommt mit, ihre Cousine Sarah, mit der sie sich aber nicht so gut versteht, weil sie glaubt, sie sei so ein bisschen zurückgeblieben.
Und allgemein scheint es da doch etwas heruntergekommen zu sein. Das ist längere Zeit nicht mehr bewohnt worden. Und es gibt auch nur noch eine Handvoll von einer Belegschaft von Zimmermädchen, die das versuchen, so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber das ist Elsie eigentlich nicht genug. Sie möchte sich auch ringsherum mit der Dorfgemeinde ein bisschen gut stellen, aber die blocken alles ab und möchten mit den Bewohnern dieses Hauses, dieses Landsitzes überhaupt nichts zu tun haben. Und sie wundert sich so ein bisschen, warum das so ist. Und sie merkt aber auch, dass sie nicht schlafen kann. Es sind in der Nacht immer sehr, sehr seltsame Geräusche, als ob Holz über Holz ratscht, also als ob irgendjemand hobelt. Und sie geht diesem Geräusch nach und landet dann irgendwann auf dem Dachboden. Und die Tür ist versperrt und keiner weiß, wie sie aufgeht, wenn denn der Schlüssel ist verschwunden. Und eines Nachts ist denn die Tür aber auf einmal offen. Und sie kann hinein und findet auf dem Dachboden neben ganz vielen anderen Krempel von ehemaligen Bewohnern ein Tagebuch, aber auch seltsame Holzfiguren, die sie anzustarren scheinen. Und sie liest eben dieses Tagebuch. Und somit haben wir hier mehrere Stränge in diesem Buch. Einmal eben die Haupthandlung von Elsie, wie sie auf dieses Haus zieht und wie sie eben auch schwanger wird oder schwanger ist und ihr Kind dort zur Welt bringen möchte und versucht irgendwie dort Fuß zu fassen und ihr ein neues Heim aufzubauen und wie sie aber eben diese Vergangenheit des Hauses immer mehr erfährt. Und wir bekommen halt eben auch diese Tagebucheinträge mit. Ich glaube, das ist dann 200 Jahre vorher, wie dieses Haus gebaut wurde und wie die ersten Besitzer dort eben leben und was da alles so vorgefallen ist. Und wir haben noch einen dritten Strang, das ist sozusagen die Klammer. Da sind wir auch am seltensten. Da haben wir nämlich wieder Elsie, auch eine unbestimmte Zeit später spielt das dann und sie ist dort in einem Krankenhaus und wird dort behandelt. Sie wird aber auch verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Sie spricht aber nicht darüber, was passiert ist. Aber ein neuer Arzt versucht es mit einer Schreibtherapie, also dass sie halt ihre Geschichte aufschreibt. Er möchte ihr helfen, überhaupt erstmal ihre Geschichte aus ihrer Sicht erzählen zu können. Und sie schreibt eben ihre Geschichte auf und das ist sozusagen das, was wir hier lesen. Also im Grunde ihre Geschichte und wie es dazu gekommen ist, dass sie letztendlich im Krankenhaus dort gelandet ist und nun verdächtigt wird, das kann man hier lesen. Also wirklich sehr, sehr schaurig, diese Holzfiguren richtig toll beschrieben, hat mir so richtig schön einen Schauer über den Rücken gejagt und wie gesagt, finde ich das immer toll, wenn Häuser ihre Vergangenheit haben und Geheimnisse aufgedeckt werden. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Das Ende hat nochmal so einen gewissen Twist. Auch wenn ich hier ja so einige Kritikpunkte hatte am Ende und auch noch gerne ein bisschen mehr über die Holzfiguren selbst erfahren hätte, fand ich das insgesamt wirklich sehr gelungen. In dieser viktorianischen Zeit passt es auch einfach verdammt gut rein. Auch sprachlich hat das hier gut hingepasst und es liest sich sehr, sehr schnell weg, auch wenn es relativ dick aussieht. Es ist sehr groß geschrieben und liest sich einfach sehr, sehr leicht und sehr süffig weg. Eine Haunted House Geschichte für Jugendliche habe ich auch dabei und zwar ist das Whisper von Isabel Abedi. Das habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe von Isabel Abedi auch mehrere Bücher gelesen und die haben mir fast alle sehr gut gefallen, aber das ist mein Liebstes von ihr gewesen. Dreimal dürft ihr raten, warum. Wir haben hier unsere Protagonistin Noah, die ihre Ferien in einem alten Haus verbringt, mit ihrer Mutter, glaube ich, war das. Sie ist natürlich erstmal überhaupt nicht davon begeistert und möchte eigentlich eher mit ihren Freunden was machen und nicht in diesem Kaff irgendwie ihre Ferien verbringen. Aber sie freundet sich mit dem Nachbarsjungen David an,
mit dem sie sich ganz gut versteht. Und ja, auch da knistert es wieder ein bisschen zwischen denen, aber sie kommen auch so ein bisschen einem Geheimnis auf die Spur. Denn niemand möchte mal wieder mit den Bewohnern oder mit dem Geheimnis des Hauses etwas zu tun haben, in dem sie lebt. Und niemand möchte darüber sprechen, obwohl man merkt, dass sie mehr wissen, als sie sagen. Und niemand möchte ihr erzählen, was in diesem Haus passiert ist. Und sie findet eben in diesem Haus auch einen roten Edelstein, der irgendwas damit zu tun haben wird. Und diese beiden forschen eben nach. Ja, auch hier wirklich schön schaurig und hat mir sehr gut gefallen damals. Natürlich die Details weiß ich auch nicht mehr genau. Ich kann nur sagen, dass ich die Geistergeschichte gut fand, auch die, was denn dabei rumgekommen ist, gut fand. Und eine kleine Liebesgeschichte ist auch dabei. Also für Einsteiger wieder sehr gut geeignet oder eben für Jugendliche, die sich auch mal ein bisschen gruseln wollen. Nicht nur lesen, sondern auch spielen und miträtseln kann man in Paulsens Peak von Jörg Benne und David Stege. Das ist eben ein Fantasy-Spielbuch kombiniert mit einem Exit-Game. Und das bringt richtig Spaß, weil du eben als Protagonist oder als Leser in die Rolle des Protagonist schlüpfst und selbst entscheiden darfst, wo du weiterliest, wo es weitergeht, wo du ja ermitteln möchtest, wo du nachschauen möchtest. Und das ist wunderbar gemacht. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut in meine Rezension oder in andere Rezensionen zu Spielebüchern. Da erzähle ich euch so ein bisschen mehr darüber, wie das Ganze funktioniert. Hier aber erstmal eher etwas zur Geschichte. Es geht um Paulsens Peak, um ein altes Haus von ja, einem alten Spielzeugfabrikanten, der halt ganz viel Spielzeug ja, erfunden hat, aber eben auch viel mit Technik, mit Robotertechnik experimentiert hat und dann aber gestorben ist. Und in diesem Haus wohnt seit langem niemanden mehr, aber trotzdem sind die Stromrechnungen so hoch und das kann sich keiner erklären. Und nun soll ein Ermittler eben schauen, warum das so ist. Und das Haus droht zusätzlich auch abzustürzen, weil es sehr, sehr nah an der Klippe steht und immer mehr von der Klippe abbricht. Und es droht wohl bald ein Sturm, ein Unwetter zu kommen. Und es könnte dabei dann auch das Haus mit hinunterstürzen. Und es gibt eben dieses Gerücht, dass der, ja, Erfinder, der Spielzeugfabrikant eben noch ein großes Geheimnis hatte und es irgendwo in diesem Haus noch einen versteckten Raum gibt. Und da soll eben auch der Ermittler nochmal nachschauen, bevor das Haus vielleicht doch für immer in die Fluten stürzt. Ja. Das Haus ist eben nicht einfach nur ein Spukhaus, sondern es ist verbunden mit viel Mechanik, mit viel Spielzeug und versteckten Räumen natürlich. Und man muss da selbst miträtseln und schauen, wie man in diese versteckten Räume kommt, aber auch ja, Nachrichten und Hinweise finden, was denn in der Vergangenheit passiert ist, wie der, ja, der Besitzer des Hauses ums Leben gekommen ist, aber auch seine Frau und was mit der Haushälterin war und viele Dinge, die eben nicht geklärt sind, kann man nach und nach sich so zusammenpuzzeln. Und obwohl man natürlich immer wieder durch das Miträtseln und so ein bisschen aus der Geschichte rausgerissen wird, obwohl das würde ich gar nicht sagen, weil es sehr gut hineinpasst, habe ich mich wunderbar gegruselt, weil es erscheinen immer so seltsame, schattenartige Gestalten hier rumzuwandern. Und immer wenn man diese berührt, dann passiert etwas mit uns. Und was genau, das müsst ihr hier lesen und eben miträtseln. Es gibt auch schöne Illustrationen, eben auch passend zu den Rätseln. Es gibt auch Hilfen, wenn man ja nicht weiterkommt, dann kann man sich die Hilfen auch holen. Aber es war jetzt auch nicht zu schwer, muss ich sagen. Und ich fand, dass diese Mischung eben aus einer Spukhausgeschichte, aber eben auch diesen Spielzeug und etwas Zahnräder, mechanischen, eben mit diesen Erfindungen zusammen, das war eine wunderbare Kombination. Und ja,
hat mir richtig viel Spaß gemacht und es ist auch, wie gesagt, auch mal ein bisschen was anderes, wenn man sich selbst mal ein bisschen fordern möchte. Und wenn du selbst in die Rolle des Protagonisten schlüpfst, wird das ja auch zu deinem Abenteuer und du bist dann irgendwie derjenige, der so ein bisschen verantwortlich ist und du guckst nicht nur als Leser obendrauf und ja, steckst mittendrin. Das kann das Ganze noch mal ein bisschen gruseliger machen. Vielleicht kennt ihr die Horrorfilmreihe Zum Haus Rose Red. Da gab es mal einen oder gibt es einen Horrorfilm, den ich damals sehr, sehr gerne gesehen habe als Jugendliche. Und tatsächlich hat auch Stephen King das Drehbuch dazu geschrieben und er kommt auch als kleine Rolle in diesem Film vor. Und das ist auch eine wunderbare Spukhausgeschichte. Dazu gibt es aber eine Vorgeschichte und die halte ich in den Händen. Und zwar ist es das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Mein Leben auf Rose Red. Das ist eine junge Frau, die gerade verheiratet ist mit einem jungen Mann namens John Rimbauer. Und sie traut ihm nicht so richtig, denn sie merkt, je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, dass er eine düstere Seite an sich hat. Und um sich so ein bisschen wohler zu fühlen und ihre ja, Ängste und Sorgen jemanden an vertrauen zu können, schreibt sie Tagebuch. Und sie kommen dann irgendwann dort an, wo sie leben wollen und bauen sich ein riesiges Haus. Und das wird Rose Red werden. Das Haus, in dem halt auch ja, diese Geschichte spielen wird, diese Filme spielen werden, die dann in unserer heutigen Zeit spielen. Das spielt im 20. Jahrhundert. Und ja, sie fühlt sich schon zu ihrem Ehemann hingezogen, aber wie gesagt, hat der etwas sehr, sehr Düsteres an sich. Und auf dem Anwesen, auf der Baustelle passieren immer wieder ja, rätselhafte Unfälle, wo Bauarbeiter ums Leben kommen und das Haus irgendwie scheinbar ein Eigenleben zu führen scheint. Und das erfahren wir eben hier im Tagebuch. Ich finde Tagebuchform immer sehr intim und deswegen lese ich das wirklich sehr, sehr gerne, weil wir sehr nah an den Protagonisten sind und aber eben auch vieles nicht erfahren, weil wir wirklich nur die Sicht der einen schreibenden Person haben. Und das finde ich sehr, sehr eindringlich, wie das hier geschrieben wurde. Ja. Es spielt über mehrere Jahre hinweg. Wir haben hier auch ein, zwei Illustrationen und auch ja, einen schönen Grundriss von dem Haus, was wirklich immer größer wird. Und es ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung zum Film. Man muss aber die Filme nicht gesehen haben. Man kann auch erst das Buch lesen und dann die Filme schauen, die Filme gar nicht schauen, wie auch immer. Aber wenn man die Filme kennt, ist das wunderbar, weil da ja schon so ein bisschen die Geschichte von Ellen Rimbauer angeschnitten wird. Und ja, macht einfach Spaß und ich hätte jetzt schon wieder richtig Lust, dieses Buch zu lesen. Das Besondere an diesem Tagebuch ist, dass es herausgegeben von Dr. Joyce Reardon ist. Und das ist eben keine reale Person, sondern das ist die fiktive Person aus den Filmen, die sich eben eine Gruppe von Leuten zusammenschart, die ja, Gaben haben. Und mit dieser Gruppe möchte sie eben dieses Haus erkundschaften. Das ist, spielt dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, in den 90ern, 80ern, 90ern, irgendwie so. Aber das finde ich halt irgendwie auch so spannend, dass das Buch nirgendwo drin steht, was eigentlich jetzt hier der richtige Autor ist. Wurde schon oft gemunkelt, ob das Stephen King selbst war, aber das wurde schon oft verneint oder in Frage gestellt. Man findet es in diesem Buch nicht. Es gibt hier sogar eine Website, die man besuchen kann, wo man dann auf die Website von dieser Herausgeberin draufkommt und wo man dann auch so ein bisschen das Projekt sich ansehen kann von, ja, von dieser Untersuchung zu Rose Red. Also wirklich ziemlich cool gemacht. So hat man das Gefühl, das ist real. Und sowas macht natürlich viel mit einem und gibt einem noch ein bisschen mehr Atmosphäre dazu. So, und dann sind wir jetzt auch schon ist relativ beim letzten Buch angelangt. Eigentlich habe ich bei diesem Buch gedacht, dass es sich wirklich um eine ganz typische Spukhausgeschichte handelt, aber es hatte noch mehr zu bieten und das hat mich durchaus überrascht. Und zwar ist das Kill Creek von Scott Thomas, Das Böse will nur spielen. Ja, das Finch-Haus
steht hier im Vordergrund. Und um dieses Haus ranken sich sehr, sehr viele Gerüchte, sehr, sehr viele Mythen, dass dort viele Leute gestorben sind, viele seltsame Leute gewohnt haben und so weiter und so fort. Und dieses Haus wird sich jetzt ausgesucht für ein Interview. Und zwar ein Interview mit Horrorautoren an Halloween. Es werden 4 berühmte Horrorautoren eingeladen, in dieses Haus zu kommen und, glaube, eine Nacht dort zu verbringen und eben, ja, ein Interview zu führen. Und das finden die Autoren etwas seltsam, aber sie brauchen alle etwas Geld und Aufmerksamkeit. Alle haben so ihre Probleme, die wir hier auch nach und nach kennenlernen, und deswegen lassen sich auf dieses Marketing-Ding ein. Es wird eben alles mitgefilmt und mitgeschnitten. Und ja, etwas passiert mit ihm, als sie in diesem Haus ankommen, in diesem Haus die Nacht verbringen. Etwas scheint erweckt zu werden, als sie dort verweilen. Und als sie dieses Haus wieder verlassen, scheint dieses Etwas mit ihnen zu kommen. Also wir befinden uns gar nicht so lange in diesem Haus. Das hat mich erstmal so ein bisschen überrascht. Aber viel Horror spielt eben auch dann wieder in der Realität, in ihren Alltag, der völlig durcheinander gewirbelt wird. Und sie scheinen irgendwie so ein bisschen verfolgt zu werden. Und was das mit ihnen macht und wie sie sich dann irgendwann wieder zusammenraufen und wieder zu diesem Haus gehen, um den Ganzen auf die Spur zu gehen, das ist die Geschichte. Was aber eben das Besondere hier ist und was mir einfach besonders viel Spaß gemacht hat an diesem Buch, ist, dass eben die Horrorliteratur selbst hier auch ein bisschen näher beleuchtet wird. Denn wir haben hier die verschiedensten Autoren. Wir haben hier zum einen einen Kinderbuchautor, der so Gruselgeschichten für Kinder schreibt. Dann haben wir hier einen älteren Herrn, der schon berüchtigt ist und Horrorklassiker geschrieben hat. Also stell mir dann vor, auch so klassischen Horror so ein bisschen einfließen lässt. Jemanden, der ihn so ein bisschen nacheifert, modernen Horror schreibt, aber sehr, sehr gerne sich in diese klassische Richtung auch fallen lässt. Und die vierte im Bunde ist dann eine junge Frau, die dann eher so in den Extremhorror geht. Sehr blutig, sehr sexlastig, sehr gewalttätig, und dort behandelt sie eben auch sehr, sehr viele krasse Themen. Ja, und die treffen eben aufeinander und haben untereinander schon alleine viele Vorbehalte und können sich teilweise nicht ausstehen, haben dann aber Sympathien zwischeneinander dann doch wieder. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und wir erleben aber auch zum Beispiel eine Vorlesung mit, die ein Autor hält. Am Anfang des Buches ist das, glaube ich, und fand ich schon grandios gemacht. Eben über Horrorliteratur hält er die, und fand ich wirklich toll. Und genau das hat es eben sehr besonders gemacht, und dass wir uns nicht eben die ganze Zeit in dem Haus befunden haben. Ich hätte davon gerne noch mehr gehabt. Ich hätte gerne im Fokus noch ein bisschen mehr die Geschichte des Hauses gehabt, die Personen, die dort gelebt haben, noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber dadurch, dass es doch so besonders war und wir auch die Charaktere sehr, sehr nah kennengelernt haben und ihre Probleme und wie das eben so verschwommen ist mit dem Horror, fand ich doch so gut, dass ich so ein bisschen meine Enttäuschung darüber, dass wir hier gar nicht so lange in diesem Haus verweilen, ein bisschen überwunden habe. Und ich es dann überraschend anders toll fand. Und trotzdem finde ich, es gehört es hier auf jeden Fall mit rein, weil wir uns eben im Finale und am Anfang in diesem Haus befinden. Ja, am Anfang ist auch, also wir befinden uns zweimal in diesem Haus, und es hat natürlich auch was mit dem Haus zu tun. Da kommt ja auch das Übel her, sozusagen, was sie denn verfolgt. Ja, also fand ich, wie es hier hinten drauf steht, auch eine wunderbare Kombination aus modernen Elementen, also eben diesem Marketing-Gag und dieser Horrorliteraturszene und eben klassischen Horror.
wie das verbunden wird. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, das waren meine Spukhausgeschichten, die ich euch vorstellen wollte. Erzählt doch mal, mögt ihr auch dieses klassische Motiv in der Horrorliteratur oder könnt ihr es nicht mehr hören? Seid ihr, oh Gott, schon wieder ein Spukhaus? Kennen wir doch schon alles. Ich möchte lieber etwas Innovativeres. Aber wie ihr gesehen habt, selbst dieses klassische Motiv kann irgendwie immer wieder neu ausgelegt werden oder mit anderen Elementen kombiniert werden, sodass dann doch wieder etwas Besonderes dabei rumkommt. Für mich ist da immer, wie gesagt, die Atmosphäre wichtig, das Setting, das genutzt wird und diese Hintergrundgeschichte, diese Geheimnisse, die dann aufgedeckt werden. Das reizt mich daran sehr. Und wenn ihr weitere Empfehlungen habt für dieses Genre oder diese Ecke des Genres, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch natürlich noch ganz viel Spaß beim Halloween-Countdown, bei den weiteren Videos oder bei den bereits erschienenen. Und ich bin selbst ganz gespannt und gucke die natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine schaurig schöne Lesezeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.